Herzlich willkommen, meine Freunde, zu einer neuen Ausgabe von WWE Raw is War und natürlich SmackDown vom Total Extreme Wrestling Manager 2020. Wir starten direkt in die Raw Show ohne groß irgendwelche Pre-Show-Matches. Die Raw Show ist mal wieder bis auf die letzte Sekunde gebookt worden und unser erstes Match, unser Opener, Charlotte Flair besiegt Sarah Stock mit dem Figure-8-Leglock nach knapp 12 Minuten, 58er Rating, 56 von Stock, von Flair 62. Beide haben eine sehr gute, eine großartige Chemie, wenn sie gemeinsam performen, was natürlich absolut geil ist, dass die beiden im Ring so gut funktionieren. Joey Styles und Renee Young machen es am Kommentatorenpult gleich. Auch die funktionieren sehr gut. Insgesamt mega guter Opener und ganz wichtiger Sieg für Charlotte Flair, die ja immer noch so ein bisschen im Niemandsland rumhängt, aber zumindest fährt sie wieder Siege ein. Wir kommen direkt weiter in unser erstes Segment und das ist mit 55 auch mehr als ordentlich. Und da haben wir EC3, wir erinnern uns, das letzte Mal war es nicht ganz so glücklich mit EC3. Der ja das Match verloren hat, weil Drew Gulak und Cassius Ohno eingegriffen haben. Das hat der Referee gesehen, Disqualifikation. Da war EC3 wirklich sauer und diesmal sagt er es hier schon. Bei SmackDown habe ich diese Woche ein Match und ich will, dass ihr euch raushaltet. Egal was passiert, ihr haltet euch raus. Ja, ich will keinen von euch beiden am Ring sehen. Ja, kümmert euch um eure Sachen, bereitet euch auf eure Matches vor. Du Gulak, pass auf deinen Titel auf, du mach dein Hardcore-Ding, aber bitte mischt euch nicht ein in meinem Match bei SmackDown. Danke. Ich will nicht, dass wieder irgendwas schief geht und ich dann als Anführer, und er sagt einfach so selbstverständlich, dass er der Anführer ist, sie respektieren EC3 aber auch als ihren Anführer, denn dieses ganze Stable ging ja von ihm aus. Und er sagt, als Anführer kann es nicht sein, dass ich der Einzige bin von uns dreien, der seine Matches verliert. Und deswegen, lasst mich einfach mal machen. Ich werde das Ding schon schaukeln und gut ist. Und es scheint angekommen zu sein bei Gulak und Ohno. Also beide nicken zustimmend. Keiner ist wirklich sauer, weil er das sagt. Ja, sie können es eher sogar nachvollziehen, weil es ist halt mega nach hinten losgegangen. Was ich sehr schön finde, was ich hier lese, ist, dass Drew Gulak ohne Skript einen meisterhaften Job gemacht hat. Hätte ich ihm nicht zugetraut. Seine Entertainment- bzw. Microphone-Skills sind nicht ganz so krass. Deswegen ganz geil. Wir springen weiter ins nächste Match. Tag Team Action steht an und da haben wir die Good Brothers, die R-Truth und Shorty G hier mit dem Magic Killer besiegen. 11,5 Minuten Carl Anderson, eine 66, Gallows eine 65, was überaus stark ist. R-Truth nur eine 32. Alter Schwede. Der hat es gar nicht verdient, in den Hauptshows zu sein. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass der so schwach ist. Aber okay. Merken wir uns. Shorty G mit einer 41 noch so gerade im Rahmen. Gallows und Anderson sind super. Announcing-Qualität super. 56er Match ist auch super. Trotz des, trotz R-Truth, muss man eigentlich sagen. Der nicht mal halb so gut wie einer der Good Brothers ist. Das ist schon ein bisschen schade. Eigentlich im Ring R-Truth trotzdem ein starker Wrestler. Hier allerdings nicht. Er war aber auch mal besser, meine ich, mich zu erinnern, dass er mal ein bisschen stärkere Ratings hatte. Aber okay, trotzdem ein ordentliches Match geworden. Wir springen weiter zu Triple H und der macht mal wieder ein traumhaftes 68er Segment. Hunter erklärt kurzerhand, dass Seth Rollins bei Extreme Rules um den World Title antreten wird. Und deswegen bedauerlicherweise nicht auf Sting treffen kann. Also Seth Rollins in der letzten Show wollte ja unbedingt, dass Hunter sich was einfallen lässt, dass er nicht gegen ihn antritt. Also steckt Hunter ihn einfach in das World Title Match und so kann er nicht gegen Sting antreten. Aber obendrauf sagt er noch, dass Sting beim Pay-Per-View verbannt ist. Aus der Halle verbannt, er darf nicht anwesend sein, er darf nicht im Publikum sein, er darf die Halle nicht betreten, damit er eben nicht sich einmischen kann in das World Title Match von Seth Rollins. Das ist eine starke Ankündigung für Extreme Rules, was übrigens in der nächsten Folge passieren wird. Extreme Rules und alle Matches werden unter Extreme Rules auch laufen. Es gibt keine normalen Matches. Alles ist mindestens Extreme Rules oder sogar noch was Spezielleres. Sting wird es überhaupt nicht schmecken. Seth Rollins wird absolut zufrieden sein damit. Und wir sehen hier wieder mal mega gute Chemie zwischen Stephanie und Hunter.
Triple H geil, wenn er ohne Skript arbeiten muss. Und Catchphrase ist immer noch hot. Das ist sehr gut. Also hält echt lange, diese Catchphrase. Irgendwann verschwindet das wieder. Gutes Segment. Und wir haben, ja, quasi den Main Event für Extreme Rules. Drew McIntyre gegen Seth Rollins um den World Title. Und Sting ist von der Halle verbannt. Weiter geht's mit einem Hardcore-Match zwischen Sabu und Jeff Hardy. Und hier kann sich Jeff Hardy mit dem Twist of Fate durchsetzen. Sabu 52, Jeff Hardy 59. Ordentlich. Sabu und Jeff Hardy haben eine großartige Chemie. Also heute läuft's mit der Chemie zwischen den Wrestlern. Sehr gut. Eine 58. Wenn wir die Chemie nicht hätten, wäre das eine 54, vielleicht eine 53 geworden. Sehr, sehr schön, dass die funktionieren. Haben ja auch einen ähnlichen Stil zu wrestlen, finde ich. Also die ähneln sich schon. Beide sind ein bisschen durchgeknallt, ein bisschen extrem, was ihre Moves angeht. Sabu vielleicht noch ein bisschen krasser als Jeff Hardy, aber auch Jeff Hardy ist krank, der Typ. Und Jeff Hardy setzt sich durch, kann sich also hier in der Hardcore-Szene weiter einen Namen machen. Wir springen in das nächste Segment und da haben wir Edge. Und ja, da gibt es natürlich einen Disput mit Nakamura, der seit einigen Wochen läuft. Und Edge lässt es keine Ruhe und er fordert Nakamura raus, bei Extreme Rules gegen ihn anzutreten. Und Nakamura kommt auch nach draußen. Und alle gehen davon aus, dass er annimmt, aber Nakamura lehnt die Herausforderung ab. Er will das Match bei Extreme Rules nicht. Und er sagt, wieso bei Extreme Rules, warum nicht in dieser Woche bei SmackDown? Oder reicht dir das wieder nicht? Ja, reichen dir keine TV-Shows? Brauchst du wieder den roten Teppich zum Pay-Per-View, damit du dich bequemst, gegen mich anzutreten? Oder stellst du dich diese Woche noch bei SmackDown? Also er provoziert wieder, geht wieder auf diese Schiene, dass Edge alles hingeworfen bekommt vom Office und generell der Megastar ist und auch so behandelt wird, auch seit seiner Rückkehr. Er war zig Jahre nicht da und er ist sofort wieder absoluter Topstar hier. Das stört Nakamura. Und Edge nimmt die Herausforderung an und das heißt, wir werden bei SmackDown gleich in dieser Ausgabe noch Nakamura gegen Edge sehen und nicht erst bei Extreme Rules. Also ein vorgezogenes Extreme Rules Match. Weiter geht es mit dem nächsten Match und da haben wir Rhea Ripley, die ja ein Call-Up bekommen hat zu Raw und SmackDown, gegen die gute Io Shirai und Io Shirai kann sich hier nach Submission durchsetzen. Der Harajuku Clutch nach Eingreifen von Taya Valkyrie. Da mischt sich Taya ein. Wir sehen ja so eine kleine Klickenbildung. Also Io Shirai, Kairi Sane und Taya bilden ja so ein kleines Dreieck zusammen. Gegen Becky Lynch eigentlich. Und Rhea Ripley war Teil von Becky Lynchs Team. Und hier greift Taya Valkyrie für Io Shirai ein. Durch Aufgabe gewinnt sie dann gegen Rhea Ripley. 51 Io Shirai, 53 Rhea Ripley. Beide exzellente Werte. Announcing-Qualität war gut. Io Shirai wird durch ihr Gimmick besser. Und 52er Gesamtrating bin ich absolut zufrieden mit. Ich hätte es vielleicht noch tauschen können mit dem Match Sarah Stock gegen Charlotte Flair. Aber ich dachte eigentlich, dass die hier von den Werten her ein krasseres Match auf die Beine stellen können. Aber egal, sie haben trotzdem fast 13,5 Minuten Zeit bekommen, also sehr viel Zeit. Und wir springen weiter in das nächste Match und das ist sehr gut geworden. Wir haben ein Handicap-Match. Batista gegen die Heavy Machinery und Batista setzt sich durch gegen Tucker und Otis, nachdem er Tucker die Batista-Bomb verpasst. Batista rettet das Match mit seiner In-Ring-Performance. Ja, wobei Otis und Tucker jetzt nicht wirklich schlecht waren mit 50 und 56, aber Batista mit 70, das war nicht schlecht. Ein 62er Handicap-Match muss man erstmal auf die Beine stellen. Das war ziemlich geil, von den Ratings her auch. Und Batista setzt sich hier tatsächlich durch. Er ist also noch bei Raw und SmackDown, also er ist noch in der WWE aktiv. Und er hat hier ein Angle direkt nach dem Match. 66er Rating, verdammt gut. Und Batista sagt, er hat es jetzt bewiesen, dass er nicht aus Ringrost besteht, wie Goldberg es behauptet hat, sondern dass er es immer noch drauf hat und Goldberg darf das gerne bei Extreme Rules selber testen, in was für einer Form sich Batista befindet. Und damit haben wir eigentlich auch das nächste Match für Extreme Rules, Batista
wird auf Goldberg treffen. Batista konnte Goldberg ja pinnen beim Great American Bash. War doch der Great American Bash, oder? Täusche ich mich? Naja, die letzte Großveranstaltung auf jeden Fall. Dieses 6-Mann-Tag-Team-Match, da hat Batista den Sieg für Team Triple H geholt. Und er hat halt Goldberg gepinnt. Das Ganze ist noch nicht vergessen und bei Extreme Rules geht das Ganze in die nächste Runde. Weiter geht's mit dem nächsten Match. Da haben wir Dolph Ziggler, der mit dem Zigzag den guten Rusev besiegen kann. 54er Performance von Ziggler, 50er von Rusev. Beide nicht auf aktuell Höchstniveau, würde ich sagen. Da können beide noch ein bisschen mehr, besonders Ziggler. Ich glaube, wenn wir Ziggler ein bisschen mehr pushen würden und seine Moral nicht so im Keller wäre, dann könnten wir den auf Mitte, Ende 60 in der In-Ring-Performance schon relativ schnell bringen. So ist er ein bisschen pisst, holt sich jetzt aber den Sieg, vielleicht macht es ihn etwas glücklicher. 53er In-Ring-Rating oder Gesamtrating ist trotzdem in Ordnung. Ja, passt schon, aber ein bisschen besser ging es noch. Dann haben wir direkt das nächste Match, was auch zeigt, dass es besser geht, nämlich Finn Bálor gegen Sami Zayn. Und Finn Bálor setzt sich mit dem Coup de Grâce durch. Und das Verwunderliche ist, es ist kein Bray Wyatt aufgetaucht. Kein Bray Wyatt, kein Fiend. Das heißt, ein faires Match und das konnte Bálor gegen Zayn gewinnen. Styles und Young machen wieder einen sehr guten Job. Sami Zayn eine 63, Finn Bálor eine 70. 68er Gesamtrating, mega stark. Guter Sieg für Finn Bálor, gut für unsere Ratings und Quoten vor allem. Dann haben wir ein weiteres Segment, ein 73er Segment und da ist Roman, der sagt also, Disqualifikation also, ja, also beim letzten Aufeinandertreffen gab es ja die Disqualifikation und er sagt, Randy, das gibt es bei Extreme Rules nicht, wie wäre es, wenn wir da unser kleines Scharmützel austragen? Ja, dann gibt es auch keine Disqualifikation. Alles ist erlaubt, Bruder, und alles kann passieren. Und Orton kommt tatsächlich auch raus und sagt, er ist sehr angetan von der Idee. Und Roman Reigns hat sein Match für Extreme Rules. Und Roman muss aufpassen, denn wer der Extremere von beiden ist, würde er ja wissen. Und mit diesem Schlusswort endet das Segment. Randy Orton, Roman Reigns, das nächste Match bestätigt für Extreme Rules. Ich kann euch schon sagen, es wird eine volle Veranstaltung sein. Extreme Rules. Da ist sehr viel schon geplant, sehr viel ergibt sich jetzt in dieser Show hier und auch bei SmackDown wird sich noch ein bisschen was ergeben. Randy Orton gegen Roman Reigns in einem Extreme Rules Match natürlich, weil alle Matches bei Extreme Rules werden auch solche Matches sein. 73, absolut top, geiles Segment und wir gehen in den Main Event und das ist ja zum Glück eine 72er Gesamtrating, sehr sehr geil, AJ Styles gegen John Morrison, der diesmal alleine antritt, also in einem Singles Match. AJ Styles besiegt John Morrison nach Submission mit dem Calf Crusher, also er gibt auf. Während des Matches hat auch noch The Miz AJ Styles angegriffen, es hat aber nicht gereicht, um AJ Styles zu schlagen. Also Styles setzt sich trotz des miesen kleinen Eingriffs hier von The Miz durch. 78er Performance von AJ Styles, 73 von Morrison. Ja, 72er Rating, weil das Kommentatoren-Trio diesmal nicht gut drauf war. Das ist echt schade, weil normalerweise wäre das ein 74er, vielleicht 75er Match geworden. Wenn es gut war, das Kommentatoren-Trio, dann vielleicht sogar noch höher. So bisschen schade, da wäre noch ein Tacken mehr drin gewesen. Aber eine Sache haben wir noch am Ende, nämlich Paul Heyman. Das ist nochmal ein 71er Segment. Paul Heyman stellt klar, dass Brock Lesnar immer noch das Match gegen Hunter haben will. Ja, also auch er nicht zufrieden, dass das in einem 6-Mann-Tag-Team-Match geendet ist und schon gar nicht, weil sie verloren haben. Und deswegen sagt Brock Lesnar, er will Hunter und Heyman erwartet eine Antwort von Triple H bei SmackDown, ob dieses Match bei Extreme Rules stattfinden wird. Mit diesen Worten finishen wir die Show und wir haben eine 68, das ist wirklich sehr gut. Wir verlieren zwar wieder in Mexiko, Europa und Ozeanien Zuschauer, das kann ich nicht verhindern, weil ich keine TV-Deals mehr aushandeln kann für ein Jahr, weil sobald eine Show von irgendeinem
TV-Broadcaster gedroppt wird, also gekündigt wird, kann man ein Jahr lang keine Verhandlungen mehr führen. Und das heißt, wenn wir Verträge verlieren, können wir sie nicht mehr auffangen. Mit einer 68er Show sollte nichts passieren. Wir verlieren in 16 Regionen, gewinnen in 25 Regionen, das passt schon alles. 68 ist eine fantastische Raw-Ausgabe, besonders wegen den letzten vier Segmenten und zwischendrin auch noch immer so ein paar dicke Dinger dazwischen gehabt. Ich denke, es war eine gute Show und wir finishen das Ganze, gucken gleich einmal ganz kurz, was in der Wrestling-Welt passiert ist, wie immer. Ich trinke einen Schluck, während es lädt. Ich habe keinen Bock, das rauszuschneiden. Deswegen dürft ihr hier die gute Jennifer Blake begutachten und ihre Werte checken. Keine Ahnung, wer Jennifer Blake ist. Weiß ich jetzt gerade nicht, sagt mir nichts. Gibt es irgendwas Interessantes? Death Yama Sun. Son of Samatu, okay, das ist jetzt nicht so mega kritisch. Resigning, viel Japan-Kram. Stardom und so weiter. Die ECCW hat einen Deal verlängert. Okay, was haben wir hier? Homicide hat die NWA verlassen. Ein Monat lang ist Asuka noch da. Also kriegen wir gleich zweimal die Mail, dass Askas Vertrag endet. Müssen wir gucken, ob sie noch verlängern möchte oder ob sie geht. Wegen ihrer Moral kann es sein, dass ich nicht mit ihr verhandeln kann. Und das wäre natürlich richtig bitter, wenn wir Asuka verlieren würden in einem Monat. Wow, das wäre richtig scheiße. Aber kann passieren. Diese Drug Fees, okay, das ist uns egal. 1,5 Millionen haben Raw gesehen, das ist ganz gut. Das ist ganz gut und mit dieser Show, wir haben halt eine gute Show auf die Beine gestellt. Das kann sein, dass wir in der nächsten Ausgabe bessere Zuschauerzahlen bekommen. Dann haben wir Mary Dobson, das ist Sarah Logan und sie geht in Maternity, wie übersetzt man das? Mutterschaftsurlaub, oder? Ist sowas wie Mutterschaftsurlaub, also wir wissen ja eh, dass sie schwanger ist und sie ist jetzt nicht mehr zur Verfügung, denn ja, sie geht in Mutterschaft. So ist das halt. Zum Glück ist sie nicht in irgendeiner großen Storyline oder so involviert und Tamina ist weg vom Fenster. Ich habe ihren Vertrag nicht verlängert. Ich plane nicht mit Tamina. Ich weiß nichts mit ihr anzufangen. Sie war sowieso nicht in den Hauptshows, sondern nur bei NXT. Hat auch, glaube ich, nur zwei Matches da gemacht. Die hat sie zwar gewonnen, aber egal. In der ganzen Zeit, wo das Projekt läuft, zwei Matches ist halt auch nix. Und sie ist Free Agent. Vielleicht unterzeichnet sie woanders. Das mag sein. Also wir verabschieden uns von Tamina und sehen uns gleich wieder bei SmackDown. So, meine Freunde, da sind wir bei SmackDown und wir beginnen die Show mit einem Statement von Triple H. Aber wer jetzt ein Statement zu Brock Lesnar erwartet hat, der wird enttäuscht, denn Triple H stellt klar, dass die Briscoes sehr wohl ihren Titel gegen die Good Brothers verteidigen werden bei Extreme Rules, also das nächste Match direkt, was angekündigt wird. Denn die Good Brothers haben ja gesagt, ah, es tut uns leid, aber wir verteidigen gegen Heulsusen nicht unseren Titel. Und Triple H stellt hier klar, dass nicht die Briscoes es sind, die hier Matches festlegen und sagen, wer gegen wen antritt. Nein, es ist immer noch Triple H, der hier das letzte Wort hat. Und selbstverständlich wird es ein Tag-Team-Titel-Match beim Pay-Per-View geben, und zwar gegen die Good Brothers. So, 72er-Statement direkt mal zum Anfang. Somit kann doch eine gute Show eigentlich beginnen. Wir springen in den Opener. Jo, und der ist nicht ganz so stark, der ist aber in Ordnung. Also das ist wirklich, 48 ist völlig in Ordnung für einen Opener. Wir haben die Cruiserweights hier am Start. Austin Theory besiegt Cedric Alexander mit dem Ataxia und hat eine 50er Performance hingelegt. Alexander eine 48. Ich wusste, dass beide noch nicht auf allerhöchstem Niveau sind. Austin Theory mit 50 ist aber schon ganz gut und Cedric Alexander, seitdem es die Cruiserweight Division gibt, spielt er ja eine etwas größere Rolle und seitdem verbessert er sich kontinuierlich. Ich meine, der war mal unter 40, also irgendwas mit 36, 37 und mittlerweile ist er bei 48 angekommen. Das ist eigentlich schon ein ganz guter Sprung, also der ist schon brauchbar mittlerweile. 48er Gesamtrating für den Opener, völlig in Ordnung, ich bin damit zufrieden.
Weiter geht's in das nächste Segment und das ist nicht ganz so gut, ja, hat aber Heat generiert in der Storyline zwischen Becky und Kyrie. Und Becky Lynch erklärt Kairi Sane, also Kairi Sane ist auch draußen und Becky Lynch erklärt ihr, dass Kairi Sane ihre Titelchance bekommen wird bei Extreme Rules. Sie wird das Titelmatch bekommen, aber danach wird sie nie wieder ein Titelmatch kriegen, wenn sie verlieren sollte. Das heißt, solange Becky Lynch Champion ist natürlich, wird Kairi Sane keine weitere Chance auf den Titel bekommen und somit auch kein weiteres Match gegen Becky Lynch. Also hier wird das Ganze ein für alle Mal geklärt bei Extreme Rules, Kairi gegen Becky. Dann haben wir ein Triple Threat Match mit einer 60er Gesamtwertung, das ist sehr gut, Elias war das schwache Glied. Leider, boah, Elias muss echt besser werden, das ist nix 45, da erwarte ich einfach mehr von Elias. Ich hoffe, das kommt noch. Andrade 65, Kevin Owens 66 und Andrade kann sich gegen Elias hier mit dem La Sombra durchsetzen und dieses Triple Threat Match für sich entscheiden. Ganz, ganz wichtiger Erfolg für Andrade. Kevin Owens hatte ja ab und zu mal seine Erfolge, hängt aber zugegebenermaßen auch ein bisschen in der Luft, schwankt genauso wie Elias ein bisschen zwischen normales Wrestling und Hardcore Wrestling. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo er letzten Endes landen wird. Hier erstmal das Triple Threat Match und das war ein normales Match und das geht an Andrade. Mit einer 60 bin ich aber voll zufrieden, also Owens und Andrade sorgen dafür, dass hier Elias ein bisschen mitgenommen wird. Deswegen, das passt schon. Auch, dass Elias gepinnt wird, passt hier zum Glück. Und wir gehen weiter direkt in das nächste Match und da haben wir Taya Valkyrie, die Candice LeRae mit der Road to Valhalla besiegen kann. Taya 55, Candice eine 50. Taya war nicht gut drauf, trotzdem war sie besser als Candice und gewinnt hier auch, also unsere Miss Money in the Bank holt hier ein 52er Gesamtrating und den Sieg. Weiter geht's mit Drew McIntyre, der ein Statement abgibt und zwar zu Seth Rollins und er sagt, wow, Hunter, Rollins, also ich bin wirklich sehr überrascht, wie unverhofft das Ganze jetzt zu einem Titelmatch gegen Rollins wurde. Also ich wusste nicht, wer aktuell der Nummer 1 Herausforderer ist. Ich bin auch nicht davon ausgegangen, dass es Seth Rollins ist, aber durch seine kleine feige Art, weil er Angst hat, gegen Sting anzutreten, hat er jetzt natürlich von seinem Sugar Daddy Triple H das Titelmatch bekommen. Herzlichen Glückwunsch, Seth, aber sei sicher, ich bin auf jeden Fall bereit bei Extreme Rules und du wirst nicht den Titel bekommen. Schon gar nicht, wenn du ihn als Geschenk bekommst. Und dann noch einen kleinen Wink in Richtung Nakamura und er sagt, Shinsuke, hier siehst du wirklich, wem der rote Teppich ausgerollt wird. Und damit endet dieses Segment. Also er baut sogar noch Nakamura und die Edge-Fehde mit ein. Sehr gut, das kam auch gut an, 64er Rating von unserem Champion und da bin ich völlig zufrieden mit. Ich weiß gar nicht, ich glaube, er ist nur well-known? Kann man das sehen? Nee, ne? Können wir jetzt nicht gucken. Well-known oder er ist mittlerweile zum Star geworden, das kann auch sein. Ich glaube, seine Bekanntheit ist gestiegen und deswegen ist er mittlerweile Star, aber als er Champion war am Anfang, war er nur in der Mid-Card zu finden, konnte aber trotzdem seinen Titel behalten. Wir haben an ihm festgehalten bis jetzt und wir haben alles richtig gemacht. Er ist ein richtiger Champ. Mittlerweile. Wir springen weiter in das nächste Match und da haben wir EC3 gegen Ricochet. Da ist das Match von EC3 und eine 69 ist es geworden, was extrem stark ist, was aber nicht an EC3 liegt, sondern an Ricochet, der eine sensationelle In-Ring-Performance von 80 hingelegt hat. Das hätte ich nicht gedacht. Also so mega krass hätte ich Ricochet nicht eingeschätzt. So war der auch nicht. Eine Mega-Performance. EC3 mit 51 bin ich eigentlich zufrieden. Ich dachte auch, das wäre so das Niveau, dass Ricochet besser ist. Ist mir klar, dass er vielleicht so im 60er-Bereich ist. Aber 80? Holy shit, das ist ein viel besseres Match, als ich dachte. Und Ricochet kann das ganze Match gewinnen. Nach dem, was soll das überhaupt sein? Bandriller. Was ist denn der Bandriller von Ricochet? Kein Schimmer. Bandriller 2-Point heißt das übrigens. Er gewinnt aber nur, weil Samoa Joe eingegriffen hat. Wir erinnern uns, die beiden können sich überhaupt nicht ab. Samoa Joe hat eingegriffen, sorgt dafür, dass Ricochet gewinnt und nicht, dass es einen Disqualifikationssieg für EC3 gibt.
sondern einen normalen Sieg für Ricochet. Und nach dem Match geht's weiter, denn Joe prügelt nach diesem Match brutal auf EC3 ein, schnappt sich das Mikrofon und schreit ihm ins Gesicht: Ich vergesse nichts. Und dann geht er, nachdem er den Beatdown gegen EC3 gemacht hat, hat ihm auch noch den Muscle Buster verpasst, also hat ihn richtig fertig gemacht. Die Crowd ist, also er interagiert sehr gut mit der Crowd, ohne Script hat er hier gearbeitet, 60er Rating ist sehr, sehr gut. Und ja, wir sehen hier Drew Gulak und Cassius Ohno, die ja nicht zum Ring kommen sollten, egal was passiert. Allerdings wären sie wahrscheinlich zum Ring gekommen, denn wer sich fragt, wo Undersold 1% bleibt, die wurden bereits von Joe im Backstage-Bereich abgefertigt. Wir sehen hier Drew Gulak und Cassius Ohno, die schmerzverzerrt am Boden liegen. Sie rühren sich zwar, aber sie sind fertig gemacht worden von Joe, damit sie nicht eingreifen. Gulak hier wieder ohne Script sehr gut gewesen. Und ja, 52er Rating, nur damit jeder weiß, wo Undersold 1% war. Sie wurden bereits während des Matches niedergestreckt im Backstage-Bereich. Wir springen weiter in ein Tag-Team-Match und da haben wir The Usos gegen The Authors of Pain. Und hier setzen sich The Authors of Pain durch gegen die Usos. Akam kann Jey Uso nach dem Last Chapter pinnen. Die Usos mit einer 61 und 63er Performance sehr gut. Unsere beiden Autoren des Schmerzes haben nur 50er Ratings bekommen, wobei nur in Anführungsstrichen, wir wissen, Rezar war sehr, sehr lange verletzt, ist jetzt wieder zurückgekehrt. Ich bin mega froh, dass wir mit den Authors of Pain ein weiteres starkes Tag-Team haben, was wir einsetzen können. Und sie gewinnen gegen die Usos und das ist ein großer Sieg, weil wir sehen hier, ja, über 10 Punkte sind die Usos noch besser. Ein ganz wichtiger und ganz starker Sieg für die Authors of Pain. Dann haben wir Triple H und er äußert sich zu Brock Lesnar und Paul Heyman. Und Triple H sagt, dass er das Match für Extreme Rules annimmt und er bereit sei, gegen Brock Lesnar anzutreten. Und Heyman sagt aber, ey, so schnell geht das hier nicht. Dieses Match wird kein einfaches Match werden bei Extreme Rules. Wir wollen ein endgültiges Match. Ja, egal wie es ausgeht, es wird das letzte Match sein, solange sich jemand von euch wieder daneben benimmt und Brock Lesnar einschreiten muss. Und wir wollen es ein für alle Mal in einem I-Quit-Match klären. Und Hunter nimmt auch diesen Deal an. Also Hunter sagt, okay, wir haben einen Deal, wir haben ein I-Quit-Match bei Extreme Rules. Und damit steht ein richtig dickes Match auf dem Programm. Triple H gegen Brock Lesnar bei Extreme Rules in einem I-Quit-Match. Das wird heftig. Wir sehen hier immer noch die Catchphrase. Wir sehen Paul Heyman, der es großartig macht ohne Script. Genauso wie Triple H, der es gut macht. Gute Chemie mit Stephanie McMahon. 72er Rating. Absolut fantastisch. Dann haben wir das Match Nakamura gegen Edge. Es findet also doch statt. Und Nakamura mit einer 64, Edge mit einer 60 in der Mitte getroffen. 62 ist völlig in Ordnung. Gute Publikumsreaktion, gutes Wrestling. Edge besiegt Nakamura in diesem Match durch Disqualifikation, denn Shinsuke Nakamura nach knapp 14 Minuten hat er die Schnauze voll, nimmt sich einen Stuhl von außen und schlägt mitten auf die Stirn von Edge ein. Der ist natürlich regungslos am Boden. Die Disqualifikation wird ausgesprochen, also es ist ein Sieg für Edge. Aber, naja, der moralische Sieger ist in diesem Fall Nakamura. Dann geht es weiter, denn Nakamura ist noch nicht fertig. Er legt einen Stuhl unter den Kopf von Edge, der am Boden liegt. Er hat einen anderen Stuhl in der Hand und verpasst Edge das Concerto, was Edge und Christian damals erfunden haben, wo beide mit dem Stuhl auf den Kopf des Gegners schlagen. Hier die Single-Variante. Und danach fragt der Edge, wie sieht es jetzt aus mit Extreme Rules? Hast du noch Lust oder willst du doch lieber zurück in die Klinik? Also auch da spielt er natürlich auf das Karriereende an, was Edge ja eigentlich schon hatte. Und ja, ein ganz böser Schlag, ein ganz böses Concerto. Und ja, die Storyline, natürlich generiert sie Heat, alles andere wäre auch Quatsch gewesen. 67er Segment, ganz, ganz stark hier von Nakamura und Edge. Und wir dürfen gespannt sein, wie das hier weitergehen wird, weil das könnte eine Verletzung für Edge bedeuten.
Und wir springen in unseren Main Event und der war richtig gut. 72er Rating. Wir haben Daniel Bryan gegen Velveteen Dream. Der Dream eine 69 bei der In-Ring-Performance. Daniel Bryan eine 74. Exzellent. Renee Young und Joey Styles stark am Mikrofon. Und Daniel Bryan setzt sich durch gegen Velveteen Dream mit dem LeBell-Lock und Velveteen Dream gibt auf. Also ein erster kleiner Dämpfer für Velveteen Dream, der ja wirklich aufstrebend nach oben geschossen ist. Aber Daniel Bryan mit einem ganz wichtigen Sieg auch für ihn, weil er ja einige Niederlagen eingesteckt hat. Das war super wichtig. Und wir springen ins letzte Segment. Eine 58, das geht. Wir haben Bray Wyatt und der verkündet in Richtung Finn Bella, dass der Fiend Bella als würdig genug erachtet für Extreme Rules und bei Extreme Rules wird er eben nicht auf Bray Wyatt treffen, sondern wirklich auf den Fiend und er hofft einfach, dass Finn Bella weiß, was er da angerichtet hat, was er da entfesselt hat und damit geht SmackDown off air. Bray Wyatt hier sehr gut ohne Script, eine 58 dafür, dass er alleine performt hat, das ist schon in Ordnung. Finish. Und auch das ist eine 68. Auch das ist eine absolut gute Show gewesen. Die üblichen Sachen kriegen wir hier. Ist nicht so schlimm. Insgesamt war das trotzdem eine richtig, richtig starke Show vor Extreme Rules. Ich bin sehr gespannt, wie Extreme Rules werden wird. Ich bin auch sehr gespannt, ob wir von der Zeit her hinkommen, weil da wirklich, da ist so viel geplant, dass es sein kann, dass wir sogar gute Matches in die Pre-Show packen müssen. Das wäre schade, aber das lässt sich nicht anders machen. Denn die Card ist wirklich so unfassbar voll. Mal gucken, wie wir das handhaben. Aber ich bin mir sicher, dass Extreme Rules schon jetzt sehr gut wird. Ich werde natürlich noch die ein oder andere Anpassung vornehmen können, bevor wir starten. Wir gucken uns zum Schluss noch Main Event natürlich an. Da hatten wir Kofi Kingston, der Jeff Gant besiegt und Robert Root schlägt Ross von Eric, also zwei Matches, das nur fürs Protokoll, das ist jetzt nicht ganz so wichtig gewesen. Wir haben hier Ali, der von NXT weg ist, oder? Habe ich nicht mit ihm geplant oder habe ich vergessen zu verlängern? Ali ist auf jeden Fall weg, also der Ali tatsächlich, da steht ja American hinter, aber Ali ist weg. Ja, Ali ist weg. Das ist ein bisschen blöd, der wäre ganz gut für die Cruiserweight Division, aber ey, er ist nicht so gut gewesen. Ja, er ist nicht so gut gewesen wie in echt auf jeden Fall. Seine In-Ring-Performance war nicht stark genug. Muss man auch mal dazu sagen. Also Tamina weg, Ali weg, das steht schon mal fest. Ich hoffe, andere werden bleiben. Das ist uns egal. Zuschauer 1,6 Millionen, immer noch unsere A-Show SmackDown mittlerweile. Ein bisschen Kohle werden wir auch hier für Main Event noch bekommen. Und auf eine Sache will ich noch eingehen. Habe ich in den Kommentaren vor ein paar Wochen schon gelesen, aber ich kann ja immer erst später reagieren, weil ich ein bisschen vorproduziere immer und eine Show die Woche nur kommt. Deswegen tut es mir leid, dass ich nicht direkt reagieren kann, aber ich habe alles versucht. Ja, alles versucht hier, wenn wir auf Mike gehen. Oh, ich glaube, ich habe hier irgendwas, was wir resetten müssen. Ach, bin ich dumm. Wenn wir auf Mike gehen, da haben wir nämlich Mike Bailey, ein großartiger Indie-Wrestler. Ja, man sieht es auch an seinen Fähigkeiten. Er ist noch nicht so bekannt, aber seine Fähigkeiten gerade in Geschwindigkeit und Luftakrobatik und so, das ist schon alles geil. Ich kenne den auch, aber er ist mir nicht in den Sinn gekommen. Für unsere Cruiserweight-Abteilung wäre das eine richtig, richtig starke Verpflichtung. Wir sehen aber hier das Problem. Zum einen wollte er die ganze Zeit nicht in Amerika antreten. Ich musste also ein paar Mal mit ihm reden. Irgendwann hat er gesagt, okay, ich trete auch in Amerika an. Der Mann ist viel in Japan unterwegs, wie wir sehen hier. DDT hat auch einen Titel dort. Und mit dem wollte ich verhandeln. Ich wollte ihm natürlich einen exklusiven Vertrag anbieten, damit er für uns antritt. Und wollte das natürlich pro Show, so wie wir das immer machen. Und normalerweise ist 500 so die Grenze für einen Indie-Wrestler. Spätestens bei 500 pro Show sagen die immer ja. Das Problem ist nur, wenn ich da drauf gehe, sagt er, dass es ihn nicht wirklich interessiert, dieser Vertrag, weil er keine Exklusivität haben will und nicht die
ja, die Freiheit verlieren möchte, für andere Promotions auch anzutreten. Dann dachte ich mir, okay, wenn er nicht will, bieten wir ihm doch 1000 an. Ja, kommt aber immer noch die gleiche Meldung. Aus Spaß habe ich dann 1 Million angeboten pro Show. Und was kommt? Es kommt immer noch, dass er das nicht will. Also egal, was ich ihm anbiete, er sagt nein. Das Einzige, was ich machen könnte, ist einen Handshake-Deal aushandeln. Ja, mit vernünftigen Konditionen natürlich. Und Teil seiner Verträge werden. Das Problem ist aber, wenn ich Raw oder SmackDown habe, ist er immer bei irgendeiner DDT, Smash CA oder C4-Show. Und das heißt, ich kann auf ihn nicht zugreifen. Und Pay-Per-Views können sich auch überschneiden bei 3 Promotions, dass ich ihn auch bei Pay-Per-Views nicht booken kann. Was für mich wieder heißt, dass ich mit ihm keine langfristigen Stories planen kann oder ihn zum Champ machen oder sonst was, weil es kann ja sein, dass er mal 1 oder sogar 2 Monate komplett nicht zur Verfügung steht. Das kann ich nicht eingehen. Das ist ein bisschen schade, weil ich hätte ihn echt gerne gehabt. Das war eine super gute Idee. Bandido war auch noch eine Idee vom gleichen User, dem Wrestling Freak, oder? Nee, Wrestling Junkie, Entschuldigung. Den Wrestling Junkie, der hat das nämlich in die Kommentare geschrieben. Ihr seht es, ich hab's versucht. Er will nicht kommen, egal was ich mache. Und Bandido hat leider auch nicht geklappt, weil er einen festen Vertrag bei der AAA hatte. Das hatte ich aber schon vorher tatsächlich mal probiert, den zu verpflichten für die Cruiserweight-Abteilung. Wobei ich schon sagen würde, Bandido als Cruiserweighter wäre schon ein bisschen verschenkt, weil der hat auch das Zeug, Intercontinental oder so Champion zu werden. Das also nur fürs Protokoll. Ich hoffe, die letzten Raw und Smackdown-Shows haben euch jetzt hier gefallen und wir sehen uns in der nächsten Show wieder. Dann geht's weiter mit dem Pay-Per-View Extreme Rules. Danke fürs Zuschauen. Rinjahauen. Bis zum nächsten Mal.